Ja, moin Leute und willkommen bei Ab ans Wasser. Wir haben für euch heute keine Kosten und Mühen gescheut und sind extra ins Hochsauerland gefahren, an die Diemel. Und wir hoffen doch endlich mal die ein oder andere Bachforelle oder vielleicht sogar einen Bachsaibling fangen zu können. Was soll ich sagen? Ich habe die Spinnrute am Start, ich habe alles dabei. Ein paar kleine Spinner, ein paar Spoons, ein paar kleine Gummifische. Ach, Wobbler habe ich da schon gesagt, keine Ahnung. Alles, was man so braucht zum Forellenfischen. Wir arbeiten uns hier gleich einfach Strom ab und gucken, ob wir den einen oder anderen Fisch verhaften können. Unser erster Spot ist nicht ganz so schön. Wir starten direkt hier vorne unter der Autobahnbrücke. Nee, nicht Autobahn, was ist das? Irgend so eine Brücke. Da starten wir auf jeden Fall. Und dann geht's da runter. Egal, nicht lang schnacken, ab ans Wasser. Komm, los geht's, ich bin heiß. Fisch. Oh, eine gute. Eine gute. Oh, Alter. Ich sehe sie gar nicht. Ach da. Boah, gegen die Strömung haben die aber mächtig Power, Leute. Wirklich jetzt. Piri! Oh, Leute, das ist keine Bachforelle, das ist ein Bachsaibling. Da freue ich mich ganz besonders. Und der Haken ist raus. Mann, prima. Das geht ja gut los hier. Ja, Leutchen, so schnell habe ich mit keinem Fisch gerechnet. Haken ist raus, Fisch ist im Kescher. Hier ist der schöne Fisch. Ein schöner Bachsaibling, über 30 cm. Besser kann es nicht losgehen. Ich bin heiß, ich will weiter angeln, weiter geht's. Unwahrscheinlich, dass jetzt hier noch einer beißt, Leute. Ihr seht, das ist nicht der breiteste Fluss, ne? Ist halt hier relativ flach. Was haben wir hier, so 30, 40 cm? Wasser ist saukalt, alter Schwede. Kannst du echt keine 30 Sekunden an Land drin lassen. Relativ schmal, das heißt, wahrscheinlich werden wir die restlichen Fische hier gespookt haben. Aber ohne zwei, drei Würfe zu machen, kann ich jetzt auch nicht gehen. Also, hopp. Ja, Leutchen, und ihr seht, ich angel mit einem Spinner. Das heißt, ich kann momentan nicht wirklich gegen die Strömung fischen, weil da zu viel Druck drauf ist. Ich muss mit der Strömung fischen. Ich probiere nachher noch andere Sachen aus. Ich habe noch Gummis dabei, ich habe Spoons dabei, ich habe Wobbler dabei. Ach, ich habe alles dabei. So, nächste Stelle. Ja, da hinten unter der Brücke haben wir eben noch ein paar Würfe gemacht. Wie erwartet kam dann nichts mehr. Und jetzt haben wir erstmal ein bisschen Strecke gemacht. Und hier machen wir die nächsten Würfe. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, die Bisse kommen verhaltener. Ich war hier letzte Woche mit meiner Freundin schon mal. Das war Zufall. Wir haben ein bisschen Urlaub am Diemelsee gemacht. Und auf der Rückfahrt habe ich gedacht, komm, einmal die Strecke hier auschecken. Darum will ich heute erstmal richtig angeln. Und letztes Mal habe ich hier keinen Fisch gefangen, aber ich hatte so viele Kontakte und so viel Fisch gesehen. Heute hatte ich keinen Kontakt und keinen Fisch gesehen, aber direkt der erste hat gesessen. Auch okay, ne? Wie gesagt, wir halten uns nicht lange auf. Die Stelle sieht zwar super aus, ich will aber mehr vom Fluss sehen und ich will hier nachher auf dem Rückweg die ganzen Topstellen alle nochmal abfischen, dann auch mit anderen Ködern. Jetzt hier zum Strecke machen, ist der Spinner genau das Richtige. Weiter geht's. So Leute, schaut mal, das sieht alles traumhaft schön hier aus. Hier gerade mit den Stromschnellen, da wird bestimmt die ein oder andere Bachforelle stehen. Da wäre mit der Fliegenroute besser dabei. Eben noch mit dem Kameramann gesprochen, richtig geil wäre auch. Da hinten auf der anderen Seite sieht man, sind überall sind so tiefe Gumpen. Ich kann natürlich von hier aus darüber werfen. So ein bisschen durch die Bäume schlenzen. Am besten wäre es natürlich, wenn ich mit der Warthose drin wäre. Das ist aber verboten. Ich weiß gar nicht, ab 1.5. hier oder ab 1.8. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall jetzt noch nicht.
Schade. Ich hätte schwören können, Leutchen, dass hier was geht. Oh! Da war die nächste, Leute. Scheiße. Ah, aber das war keine große. Ich gehe davon aus, dass es eine Bachforelle war. Auch wenn das erste ein Saibling war. Da vorne, unter dem Busch. Da stand sie runter. Aber da können wir direkt weiter. Die hat den Haken gespürt. Ah, hast du gesehen? Schade, dann kommen wir weiter. Ich glaube, hier vorne war eben eine. Ja, ich bin auch gespannt, nachher aber die Strecke zu sehen, die ich noch nicht kenne. Da siehst du ja überall, das ist ja überall gut. Hier ist auch ein bisschen unspektakulär, ne? Wenn man so sieht, wo der Spinner lang geht und da offensichtlich kein Fisch ist. Jupp. Hier kannst du nicht angeln, Junge. Geht gar nicht. Den Hauptstrom von der Diemel. Unsere Gaststrecke haben wir jetzt abgefischt. Wir dürfen hier noch diese Umleitung. Die ist ehrlich gesagt nicht ganz so schön, dadurch, dass es eine Umleitung ist. Ne? Ist halt künstlich angelegt. Ich glaube, die machen wir jetzt nicht mehr komplett. Wir machen jetzt hier Stückchen hier von der Umleitung. Einmal die Brücke hier ein bisschen gucken. Einmal hier um die Kurve, wie es aussieht. Und dann arbeiten wir uns zurück. Tja, weiß ich auch nicht. Irgendwie ist das so ein bisschen hier, wenn es da hinten so schön war. Ne? Komm, hier ist, gefällt mir nicht. Das wird doch da hinten nicht anders werden. Nun ja. Na ja, besser als nichts, ne? Oh, da hinten ist auch wieder so flach. Oh. Jo, hast du sie gesehen? Und das war eine gute. Hast du gesehen? Das war eine gute. Die war doch komplett an der Oberfläche. Warum bleibt die denn nicht hängen? Ah, oh, da habe ich nicht mit gerechnet, dass sie sofort beißt. Aber die hingen. Die hat einen Haken gespürt. Fuck it. Nee. Jo. Ah, leider nicht so eine gute. Die erste war besser. Schade, 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 schade. Immerhin eine kleine, Leute. Ah, die erste hätte sein müssen. Die erste war eine schöne. Es ist wieder ein Bachsaibling, so wie es aussieht. Was ist denn da los? Ach was. Da ist eine Bachforelle. Was ist mit dir denn passiert? Die sieht ein bisschen malträtiert aus. Machen wir uns schön die Hände nass. Und dann befreien wir die gute. Eine ganz normale Bachforelle. Schön. Hinter dir ist Adorno. Oh, jo. Wieder so eine fette, das gibt's doch gar nicht. Hast du die gesehen? Oh Mann, Alter, warum bleiben die Großen denn nicht hängen und die Kleinen schon? Aber was geht denn hier gerade ab? Vier Würfe waren das jetzt oder fünf und der dritte Fisch, Kontakt. Ja, schöne Stelle hier. Also, nicht optisch, aber fischtechnisch geht ab. Hier machen wir ein paar. Kleines Versprechen gebe ich noch ab. Ein Fisch fangen wir noch. Ich sag nicht was und wie, aber ein Fisch. Das Gute ist, wenn wir keinen fangen, dann schneiden wir das einmal wieder raus. Die Stelle hier haben wir jetzt, glaube ich, abgefischt. Ich habe jetzt hier die letzten 10 Würfe nochmal mit einem bisschen größeren Wobbler dran gemacht. Ich hatte hier zwei richtig gute Bisse.
Mindestens einen davon habe ich komplett gesehen. Das war echt ein guter Fisch. Keine Ahnung was. Das kann auch wirklich schon ein kleiner Hecht gewesen sein oder halt echt eine dicke Forelle. Darum habe ich hier jetzt noch ein bisschen den Rest mit dem Wobbler abgefischt, der ein bisschen größer ist als der Spinner. Aber ja, ich glaube, der Fisch hat auch schon den Haken gespürt. Dann kann man es in der Regel eh vergessen, aber irgendwie will man es auch nicht so ganz wahrhaben. Ne? Zwei Würfe noch und dann arbeiten wir uns zurück und wir gehen jetzt auf der anderen Flussseite zurück, wie wir gekommen sind. Was ist das schön hier, ey. Ja, ich erstmal von hier, für den Baum. Aber hier steht auch nirgends Fisch. Ja, komme ich halt nur nicht hinter. Viel zu krass die Strömung. Jo. Da wollte ich gerade meckern, dass die vorbeigeschossen ist. Aber dann ist er doch kleben geblieben. Ja, Leutchen, der Bachweibling hat eine schöne Größe. Die Forellen sind zwar wunderschön hier, dürften aber allesamt eine Nummer größer sein. Wir legen sie mal hier ins feuchte Gras. So. Was ein schöner Fisch, oder? Aber, was hier auch mal erwähnenswert ist, alle Angler, die wir heute getroffen haben, haben keinen Fisch. Dann sind wir unseren dreien doch schon ganz oben mit dabei. Aber hier sind welche, das ist doch schon mal gut. Oh, jo, 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 Kescher, Kescher, Kescher. Oh, naja, immerhin, eine kleine noch. Und weg. Ja, Leutchen, eigene Doofheit, ne? Wenn der Kescher nicht im Mann ist. Aber immerhin haben wir gesagt, hier sind Fische und es hat noch einer gebissen. So, das sollen hier die letzten Würfe für heute gewesen sein. Was soll ich sagen? Im Großen und Ganzen sind wir, glaube ich, ganz zufrieden, oder? Oh, Kameramann nickt. Ich bin besonders zufrieden. Ich habe mir schon einen Eiskaffee bringen lassen. Passend zum Feierabend. Drei haben wir rausgeholt, eine kleine vierte hier vorne eben noch gerade verloren. Ein paar Nachläufer, eine richtig dicke ist einmal draufgebrezelt, die ist leider auch nicht hängen geblieben. Aber was soll ich sagen? Eigentlich alles in Ordnung.
Heute war es vor allem, wir haben insgesamt noch 4 andere Angler getroffen, also 2 Zweiergruppen, da hatte jeweils keiner was. Von daher können wir mit unseren 4 Fischen, die wir dran hatten, ganz zufrieden sein. Ein schöner Tag, was alle Male. Ich sag, reingehauen, bis zum nächsten Mal bei Ab ans Wasser. Bam!